Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Heinz und wie ich ja schon in meinem letzten Video auch erzählt habe, habe ich eine Radreise vor. Da habe ich natürlich ein Problem und das ist die Stromversorgung. Die muss ich ja irgendwie lösen. Wenn man da fast einen Monat unterwegs ist, um seine Geräte zu laden, Navigationssystem, Filmkamera und Handy. Wie ich das am besten löse. Ich habe da was für mich gefunden. Dieses soll kein Undock-Video werden oder ein Testvideo, sondern es wird rein für mich persönlich ein Video, wo ich die Produkte gekauft habe. Sie werden von niemandem gesponsert. Ich habe sie alle selber bezahlt. Ich möchte gern einfach dieses Problem lösen und vielleicht auch anderen helfen und anschließend auch erzählen, ob das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir als erstes ein Komoot gekauft. Das wird am Rad angeschlossen. Ich zeige euch das mal. Das ist dieses Teil hier. Das kommt am Raddynamo. Das wird am Rad angebaut und habe dann vor, als eine kleine Powerbank als Zwischenspeicher zu nutzen, um damit sicherzustellen, dass ich zumindest das Navigationssystem und die Kamera ständig aufladen kann. Das wird jetzt am Dienstag angebaut und dann werde ich das ja ab Freitag früh wird es dann halt in den Härtetest gehen. Ich muss halt eine Stromversorgung herkriegen für einen ganzen Monat. Dann habe ich mir als nächstes eine Easy ACC Powerbank gekauft. Das ist eine richtige Hammerbox. Ich zeige euch das mal nochmal. Ich packe das mal aus. Das ist diese hier. Ich will hoffen, dass dieses Superteil mich einen ganzen Monat rettet. Ich kann natürlich nicht sagen, wie sich das Ladeverhalten zwischen der Komo, zwischen dieser Box und wenn ich hier einen erheblichen Teil entladen habe fürs Handy und wie das mit dem Aufladen funktioniert über dieses kleine Teil. Aber darüber werde ich ein Extra-Video machen, wenn ich wieder zurück bin und dann euch auch meine Erfahrungen erzähle. Ich denke, das ist für viele immer sehr wichtig, die eine Reise machen, die dann auch länger dauern und dann auch, sagen wir mal, nicht ins Hotel gehen, sondern sie sind ständig draußen, ob es nun mit dem Rad oder per Wandern ist. Wie lösen ich mein Problem mit dem Strom, wenn ich mehrere Tage oder Wochen draußen bin? Das ist, da muss ich ja sogar noch eine Brille aufsetzen, sonst funktioniert das eh alle nicht. Das ist eine Powerbank, die hat 2600 mA. Also das ist schon ein richtig fettes Teil. Mit einer Taschenlampe, hat hier vier Ausgänge und zwei Eingänge zum Laden. Ich habe sie jetzt schon vollständig geladen. Das hat eigentlich eine ganze Nacht gedauert und
Bevor ich losfahre, werde ich es noch mal überprüfen, ob sie auch tatsächlich dann richtig voll ist. Und dann werden wir mal das Ergebnis sehen, weil dafür habe ich mich jetzt entschieden für diese beiden Produkte. Ich will hoffen, dass sie meine Stromversorgung gewährleisten für fast 30 Tage, wo ich eigentlich doch ein bisschen Bedenken habe mit dem Aufladen, wenn ich fahre zwischen dem Teil und dem Teil. Aber das werde ich erzählen, wenn ich wieder zurück bin. Und dann werdet ihr einen Testbericht über diese beiden Produkte dann von mir bekommen oder einen Erfahrungsbericht. Weil mir geht es eigentlich nicht darum, dass dieses hier ein Werbevideo ist. Das soll kein Werbevideo sein und das ist auch nicht in meinem Sinne, sondern es geht hier einfach darum, dieses Produkt zu testen und meine Erfahrungen an andere, die sowas Ähnliches denn vorhaben, um dann auf meine Erfahrungswerte zurückzugreifen, ob diese Kombination Sinn macht. So, ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Brille werde ich auch wieder abnehmen, sehe ich ja viel anständiger aus. Und ich werde mich dann melden, wenn ich zurück bin und werde euch dann erzählen, wie meine Erfahrungen mit den beiden Produkten sind. Also, bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Heinz und wie ich ja schon in meinem letzten Video auch erzählt habe, habe ich eine Radreise vor. Da habe ich natürlich ein Problem und das ist die Stromversorgung. Die muss ich ja irgendwie lösen, wenn man da fast einen Monat unterwegs ist, um seine Geräte zu laden, Navigationssystem, Filmkamera und Handy. Wie ich das am besten löse. Ich habe da was für mich gefunden. Dieses soll kein Undock-Video werden oder ein Testvideo, sondern es wird rein für mich persönlich ein Video, wo ich die Produkte gekauft habe. Sie werden von niemandem gesponsert. Ich habe sie alle selber bezahlt. Und ich möchte gern einfach dieses Problem lösen und vielleicht auch anderen helfen. Und anschließend auch erzählen, ob das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir als erstes ein Komoot gekauft. Das wird am Rad angeschlossen. Ich zeige euch das mal. Das ist dieses Teil hier. Das kommt am Raddynamo. Das wird am Rad angebaut und habe dann vor, als eine kleine Powerbank als Zwischenspeicher zu nutzen, um damit sicherzustellen, dass ich zumindest das Navigationssystem und die Kamera ständig aufladen kann. Das wird jetzt am Dienstag angebaut und dann werde ich das ja am
Ja, ab Freitag früh wird es dann halt in den Härtetest gehen. Ich muss halt eine Stromversorgung herkriegen für den ganzen Monat. Dann habe ich mir als nächstes die eine Easy ACC Powerbank gekauft. Das ist eine richtige Hammerbox. Ich zeige euch das mal nochmal. Ich packe das mal aus. Das ist diese hier. Ich will hoffen, dass dieses Superteil mich einen ganzen Monat rettet. Ich kann natürlich nicht sagen, wie sich das Ladeverhalten zwischen der Komo, zwischen dieser Box und wenn ich hier einen erheblichen Teil entladen habe fürs Handy und wie das mit dem Aufladen funktioniert über dieses kleine Teil. Aber darüber werde ich ein extra Video machen, wenn ich wieder zurück bin und dann euch auch meine Erfahrungen erzähle. Ich denke, das ist für viele immer sehr wichtig, die eine Reise machen, die dann auch länger dauern und dann auch, sagen wir mal, nicht ins Hotel gehen, sondern sie sind ständig draußen, ob es nur mit dem Rad oder per Wandern ist. Wie lösen ich mein Problem mit dem Strom, wenn ich mehrere Tage oder Wochen draußen bin? Da muss ich ja sogar noch eine Brille aufsetzen, sonst funktioniert das eh alles nicht. Das ist eine Powerbank, die hat 2600 Milliampere, also das ist schon ein richtig fettes Teil. Mit einer Taschenlampe, hat hier 4 Ausgänge und 2 Eingänge zum Laden. Ich habe sie jetzt schon vollständig geladen. Das hat eigentlich eine ganze Nacht gedauert und bevor ich losfahre, werde ich es noch mal überprüfen, ob sie auch tatsächlich dann richtig voll ist. Und dann werden wir mal das Ergebnis sehen, weil dafür habe ich mich jetzt entschieden für diese beiden Produkte. Ich will hoffen, dass sie meine Stromversorgung gewährleisten für fast 30 Tage. Wo ich eigentlich doch ein bisschen Bedenken habe mit dem Aufladen, wenn ich fahre zwischen dem Teil und dem Teil. Aber das werde ich erzählen, wenn ich wieder zurück bin. Und dann werdet ihr einen Testbericht über diese beiden Produkte dann von mir bekommen oder einen Erfahrungsbericht. Weil mir geht es eigentlich nicht darum, dass dieses hier ein Werbevideo ist. Das soll kein Werbevideo sein und das ist auch nicht in meinem Sinne, sondern es geht hier einfach darum, dieses Produkt zu testen und meine Erfahrungen an andere, die sowas Ähnliches dann vorhaben, um dann auf meine Erfahrungswerte zurückzugreifen, ob diese Kombination Sinn macht. So, ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Brille werde ich auch wieder abnehmen, sehe ich auch viel anständiger aus. Und ich werde mich dann melden, wenn ich zurück bin. Und werde euch dann erzählen, wie meine Erfahrungen mit den beiden Produkten sind. Also, bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.